Beginnen Sie bei der Montage des Rotor THW Plus mit der Montage der Keilstangen. Bestreichen Sie dazu den Führungsbereich der Keilstange und den Exzenterbolzen mit Linomax. Stecken Sie Federn und Druckstücke zusammen und führen Sie diese in die Bohrung der Keilstange ein. Befetten Sie nun den Winkel und setzen Sie ihn auf die Keilstange. Als nächstes sollten Sie eine Schraubzwinge zur Hilfe nehmen, um den Winkel auf die Keilstange zu pressen, bis die Bohrungen für den Exzenterbolzen fluchten. Stecken Sie die Druckfeder um den Druckbolzen in den Exzenterbolzen und führen Sie diesen in die fluchtende Bohrung der Keilstange ein. Dieser Vorgang erfordert unter Umständen etwas Geschick. Bringen Sie den Exzenterbolzen mit Hilfe eines Schlitzschraubendrehers in gerade Stellung, damit sich später die Ausklinkbolzen montieren lassen. Fetten Sie danach die Bohrungen für den Kolben und die Keiltaschen mit Linomax ein. Wiederholen Sie den Einfettvorgang bei Keiltaschen und Kolben. Ordnen Sie die nummerierten Keilstangen den entsprechenden Führungsbahnen zu. Achten Sie darauf, dass die Kerbe am Steg des Kolbens in Richtung Führungsbahn 1 zeigt, wenn Sie Kolben und Keilstangen zusammen in den Körper einführen.
Stecken Sie die Kugeln in die Ausklingbolzen und führen Sie diese mit Hilfe des Ausklingschlüssels vollständig in die Bohrung des Futterkörpers ein. Setzen Sie auch Federn und Kugeln für die Rastfunktion mit einer Pinzette in die Bohrungen. Fetten Sie danach die Zugbüchse mit Rhenolith ein. Bringen Sie danach den O-Ring an und führen Sie ihn in den Kolben ein. Betupfen Sie den Haltering danach mit etwas mittelfestem Kleber, ehe Sie ihn in den Kolben fest eindrehen. Klopfen Sie ihn dann mit Durchschlag und Hammer fest. Führen Sie nun auch Federbolzen und Druckfeder in den Sicherungsbolzen ein. Bestreichen Sie nun die Keilstangen auch von oben mit Linomax. Jetzt kann die Aufnahme aufgesetzt, die Schrauben eingeführt und mit vorgeschriebenem Drehmoment wieder angezogen werden. Fetten Sie nun auch die Schutzbüchse mit Linomax ein, stecken Sie diese in die Bohrung des Futterkörpers und ziehen Sie diese dann mit den Schrauben fest.
Führen Sie nun die Grundbacken mit Hilfe des Ausklingschlüssels in die Führungsbahnen ein. Testen Sie dabei durch vollständiges Vor- und Zurückziehen die Rastfunktion der Keilstangen. Nehmen Sie sich zum Abschluss eine Handfettpresse. Mit dieser wird das Spannfutter über die Schmiernippe gleichmäßig abgefettet.